Craig. Craig bleibt immer gleich. 1776 entschied diese große Nation, dass nur der bewaffnete Konflikt unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verteidigen könnte. Wenn unsere Gründerväter uns jetzt sehen könnten. Von Antietam bis nach Amiens, Okinawa und Anchorage. Wir haben gekämpft. Doch die rote Gefahr steht vor der Tür. Und unsere Demokratie steht auf Messerschneide. Und deswegen feiern wir heute am 4. Juli 2076, 300 Jahre nach Gründung unserer großen Nation, gemeinsam die Vollendung von Vault 76. Dieser weitläufige Bunker wurde vielleicht von Vault-Tec entworfen, aber er wurde von euch erbaut. Von aufrichtigen Amerikanern. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Doch nicht jeder kann gerettet werden. Unsere Besten und Klügsten sollen in diesem Vault weiterleben. Wenn die Kämpfe vorbei sind und der Fallout sich legt, beginnt der Wiederaufbau. Nicht nur Mauern, oder Gebäude, sondern auch Herzen und Geister. Und schlussendlich Amerika selbst. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch, wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Vault 76 unsere Zukunft beginnt. Vielleicht übertrieben und verschlafen haben. Aber es wird Zeit, aus den Federn zu kommen und frische Luft zu schnappen. Wir waren lange genug eingesperrt. Heute ist Rückeroberungstag. Auch wenn es Zeit ist zu gehen, werde ich nie den Tag vergessen, an dem Sie Vault 76 zum ersten Mal betreten haben. Sie unterscheiden sich durch ihre Herkunft, ihre Hautfarbe oder ihren Glauben. Doch sie alle haben eine sehr wichtige Eigenschaft gemein. Sie sind die Besten und Klügsten dieses Landes. Was aber viel wichtiger ist, sie alle werden immer meine Familie sein.
nichts Geringerem als dem Wiederaufbau Amerikas beauftragt. Eine enorme Verantwortung. Sie sollten wissen, dass Vault-Tec stolz auf Sie ist. Dass ich stolz auf Sie bin. Wenn Sie das hören, bin ich schon seit mehreren Stunden unterwegs. Ich habe meine eigene Mission. Draußen in Appalachia. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Durchsage. Ansage erfolgt erneut in 24 Stunden. Hallo? Heute, Sie können es sicher kaum erwarten, endlich die Welt da draußen zu erkunden. Nein, das wird sich nach all den Monaten auch nicht ändern. Hervorragend! Eine Welt voller Abenteuer erwartet. Die Kioske enthalten Informationen, die Ihnen nützlich sein dürften. Nur zu, los geht's! Sie stets auf das Klicken des Dosimeters in Ihrem Impuls. Es muss furchteinflößend sein, diesen warmen, sicheren Vault zu verlassen und in eine feindliche Wildnis ohne fließendes Wasser und Strom. Einer der letzten Bewohner von Vault 76 erwacht. Wieder einmal. Das Überleben draußen wird ein Kinderspiel sein, dank des Computerassistenzsystems für mobile Produktion oder kurz gesagt CAM. Sehr eingängig. Für manche sind es Jobs. Ich nenne es eher Skill.
weiß, dort draußen wird es beängstigend. Aber ich weiß auch, dass sie nicht nur überleben, sondern auch Erfolg haben werden. Sir, diese jungen Damen da unten wirken außerordentlich lebendig. Sie haben bisher keinen Kontakt aufgenommen, aber vielleicht könnten Sie mit ihnen reden, ihre zivilen Absichten verifizieren. Bis vor kurzem war es außerordentlich friedlich hier. Ich blieb auf meinem Posten, begrüßte Nachzügler aus dem Vault und ergötzte mich an der natürlichen Pracht von Appalachia. Aber kürzlich scheinen Menschen nach Appalachia zurückgekehrt zu sein. Diese zwei und noch mehr. Von der Nicht-Vault-Sorte meine ich. Alles höchst beunruhigend. Wer weiß, was sie im Schilde führen. Oh, das habe ich. Hier, Ihr Holoband. Es ist so lange her, dass ich es völlig vergessen habe. Richten Sie Ihr schöne Grüße aus. Nur, dass Sie wohl persönliches Interesse daran haben. Ich sehe Sie überlisten. Passen Sie auf.